Hallo, heute befinden wir uns am Tag 5 auf der Ringstraße. Ganz nah an unserer Unterkunft befindet sich die nächste Sehenswürdigkeit, die wir anschauen, und zwar die Muborgir. Es ist eine skurrile Lavalandschaft bzw. ein ca. 4 Quadratmeter großes Lavalabyrinth, in dem man Säulen, Tore, Höhlen und viele andere Formen findet. Und entstanden ist das Ganze wie folgt. Vor etwa 2300 Jahren brachen zwei Vulkane aus und überfluteten das Sumpf- und Seengebiet Mywatten. Die unter der Lava eingeschlossenen Wassermassen begannen dann zu kochen und dieses Wasser-Lava-Gemisch schoss in die Höhe und erstarrte. Da aber weiter ein Lavastrom nachfloss, bahnte der sich seinen Weg durch die gerade entstandenen Hügel und formte so die Höhlen und Löcher. Ja, und die Isländer sind ja davon überzeugt, dass dort in diesem Labyrinth Elfen und Trolle leben. Ja, wir haben Hallaflöt gefunden, das ist dieses Felsloch jetzt gerade gewesen, und Kirkjan. Von der einen Richtung aus erinnert es ein bisschen an eine gotische Kirche. Und des Weiteren gehen wir jetzt einen kleinen markierten Pfad mitten in diesem Lavafeld. Und man muss schon sagen, wenn dieser Pfad jetzt nicht markiert wäre und man einen einfach irgendwo mittendrin da reinsetzen würde, würde man sich tatsächlich verlaufen, man ist komplett orientierungslos. Und ja, der Name Lava Labyrinth passt perfekt. Nun geht es weiter an den See Mywatten, und zwar an Skutus Tadagigar, das ist ein geschütztes Naturdenkmal. Das Besondere hier ist, dass es hier Pseudokrater gibt, und das gibt es gar nicht so oft. Also das gibt es nur noch einmal auf Hawaii, auf den Azoren und auf dem Mars. Und letztendlich ist es genauso entstanden wie bei Dimmuborgir, nur sieht es hier weniger steinig aus. Also nochmal die Kurzfassung. Es ist flüssige Magma über sumpfiges Gebiet geflossen, das Wasser drunter hat gekocht und der Dampfdruck verursachte dann die Explosionen, wodurch sich in dem Fall diese Pseudokrater bildeten. Und diese haben eben keine echte Verbindung zum Erdinnern. An dem ganzen See Mywatten findet man auch ganz viele Vögel, die man beobachten kann. Und leider in gewissen Jahreszeiten trifft man auch auf richtig schwarze Schwärme voller Mücken. Zum Glück nicht stechende Zuckmücken. Allerdings freuen wir uns natürlich, dass wir keiner einzigen Mücke begegnen. Thank you.
weiteres Ziel, auf das wir uns schon sehr freuen, ist Húsavík. Und zwar geht es hier zum Whale-Watching. Húsavík ist Europas nördlichste Stadt, von der man aus Wale beobachten kann. Und hier sehen wir schon mal unser Boot. Ob bzw. wie viele Wale wir sehen, seht ihr jetzt im Folgenden in unserer kleinen Zusammenfassung von dieser dreistündigen Fahrt. Abgesehen von uns war unser Guide übrigens auch mega begeistert, denn normalerweise sind Buckelwale eher Einzelgänger, aber um unser Boot haben sich sogar 4 Buckelwale versammelt und sind da immer wieder drumherum geschwommen. Und wie man sieht, wird auf der Rückfahrt die See auch wesentlich rauer und es schaukelt uns ganz schön durch, bis wir wieder am Hafen ankommen. Was wäre ein Reisetag in Island ohne einen Wasserfall? Natürlich schauen wir uns noch den Godafoss an. Dieser fließt über einer Breite von ca. 160 Metern, die von Felsen unterbrochen wird, ca. 11 Meter in einen hufeisenförmigen Bogen in die Tiefe und ist somit auch einer von Islands größten Wasserfällen.
Jetzt geht es einfach nur noch zur nächsten Unterkunft weiter, und zwar nach Akureyri zu den K16 Apartments. Das Ganze ist ein Hotelgebäude mit eben Apartments drinnen, die voll ausgestattet sind. Das zeigen wir euch natürlich wieder und im Anschluss die Gesamtstrecke, die wir bisher gefahren sind.